Ist es nicht super, Bruderherz? Wir sind wieder zurück auf der Straße, um zum Festival zu kommen. Das ist wunderbar. War die Invitation nochmal, die Einladung nochmal? Ein Origami-Festival? Wie wird das wohl sein? Ah, und ich kann gar nicht warten, Prinzessin Peach wiederzusehen. Es ist schon eine ziemliche Weile her. Hier sind wir in Toadtown und da ist Peach's Castle. Wo sind denn alle hin? Denkst du, wir haben sie verpasst? Mario, schau dir noch mal die Einladung an. Wann müssen wir hier sein? Du bist eingeladen zum Origami-Festival in dem fabulösen Toadtown. Datum ist der Ote Ote am x-ten. Peach. Ja, also, das ist der richtige Tag. Denkst du, die sind noch dabei, irgendwelche Sachen fertig zu machen? Lass uns mal im Castle nachchecken. Vielleicht sind sie alle dort drinne. Hier sind wir am Peach-Schloss. Ich pack das Kart noch mal kurz. Ich habe keine Lust auf einen Strafzettel. Oh, Entschuldigung für die Verspätung. Lass uns jetzt reingehen, um die Prinzessin zu sehen. Das ist doch eine wunderbare Idee. Und damit, ciao Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Paper Mario The Origami King Refolded. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist Refolded und warum spielst du nicht einfach das normale Spiel? Kurz vorneweg, das normale Spiel habe ich tatsächlich vor anderthalb Jahren ungefähr gestreamt. Die Streams dazu sind oben auf dem i einmal verlinkt, da drüben. Und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Refolded ist tatsächlich ein Fanmod, der den Toads und den Charakteren wieder mehr Individualität gibt. Zusätzlich kommt dazu, dass einige Game Mechanics geändert wurden und sogar neue Gegner im Spiel sind. Es wird auf jeden Fall krass. Es gibt auch neue Items, habe ich gehört. Und ich bin mega gehypt. Lasst uns direkt hier reinstarten. Ganz genau. Paper Mario ist 2020 rausgekommen für die Nintendo Switch. Unten in der Videobeschreibung solltet ihr einen Link finden. Da gibt es das bei Instagaming natürlich nochmal etwas günstiger. Da freuen wir uns doch alle drauf. Ach ja, es wird schön. Es wird schön, glaube ich. Ich habe hohe Erwartungen tatsächlich. Es ist ein bisschen gruselig hier drin, nicht? Irgendwie sind alle weg. Wo sind die denn? Und ich dachte, Peach gibt uns eine herzliche Begrüßung. Mama mia, ich habe total das Geschenk im Kart vergessen. Ich gehe kurz und hole das nochmal. Das sieht nicht so aus, als wird daraus was werden. Ich mag das gar nicht. Wie kommen wir nur nach draußen, wenn die Tür versperrt ist? Oh, keine Sorge, Bruderherz. Ich weiß genau, was wir in dieser Situation tun müssen. Wir rufen Mario an.
Oh, well, ja. Da war ja was. Wie machen wir das jetzt? Okay. Ich atme mal ganz kurz tief ein und werde den Schlüssel finden. Das ist doch genau das, was du tun würdest, oder? Sag Princess Peach, dass ich einfach gleich da bin. Bye, bye. Let's go. Dann geh doch mal los, Luigi. Es wird wundervoll, Leute. Es wird wundervoll. Ihr seht schon, eine kleine Problematik haben wir tatsächlich. Und das ist die deutsche Sprachausgabe, die es in diesem Hack-Mod leider nicht gibt. Ich hoffe, wir kommen damit alle ganz gut zurecht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier ein weiteres Mal hinein. Bin mega gehypt. Mario, ist das wirklich du? Ich denke schon, dass ich das bin. Du hast dich ein bisschen verändert. Wie schön, dich zu sehen. Beantworte mir einige Fragen. Findest du nicht, dass das Pilzkönigreich aufgefaltet und neu gefaltet werden würde zu einer glorreichen Welt? Eigentlich finde ich es so gut, wie es jetzt gerade ist. Und was ist mit diesen Toads? Findest du nicht, man sollte sie ein für alle mal zur Ruhe stellen? Wenn ihr mich ehrlich fragt, ja, Vollgas, mach die ruhig jetzt hier. Ich verstehe. Letzte Frage. Wirst du vor mir einknicken und dich neu falten lassen und neu geboren werden, so wie ich? Also diese Psychomusik im Hintergrund sagt mir, ich sollte ganz eindeutig Nein antworten. Falsche Antwort, richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Das ist lustig, weil es um Papier geht. Es wird grauenhaft. Auf Wiedersehen. Mario! Immer für einen krassen Auftritt zu haben, nicht? Bist du auch hier für das Origami-Festival? Dieser Dungeon-Theme, diese Dungeon-Theme-Waiting-Lounge, also dieser Wartebereich im Dungeon-Theme, ist ein richtig krasses Upgrade vom letzten Mal. Das ist ziemlich klassisch. Du hast nicht rein zufällig Bowie irgendwo gesehen? Es ist ein bisschen weird, dass er nicht da ist. Boah, ey, Mario, du bist hier? Wie krass, ey, boah, ich bin richtig ein krasser Fan. Ich wollte natürlich schon immer mal gegen dich in einem Battle kämpfen. Selbst von dir wäre es eine richtig krasse Schönheit, von dir zerstampft zu werden. Uiuiui, das ist alles so aufregend. Erst dich, Prinzessin Peach, und jetzt du. Oh, Prinzessin Peach war aber ein bisschen anders, als ich sie in Erwartung habe. War ein bisschen lebenslos. Ist ja auch egal. Kommt mit uns. Ja, was passiert als nächstes? Ich hoffe, es ist Luigi. Ich habe so viel von ihm gehört. Ist er wirklich so cool in Person? Ich würde sagen schon, ja. Ja. Du nicht. Warum? Jetzt fühle ich mich aber auch hier gemobbt. Das ist ja schon Scam hier. Ich hoffe, dass das für dich nicht zu lang dauern wird. Wenn du möchtest, kann ich dir ein Autogramm von Luigi bringen. Ja, gut. Mario, ist das du? Ich brauche deine Hilfe. Ich bin so ein bisschen irgendwie an einem ganz weirden Ort. Es fühlt sich an, dunkel, es fühlt sich dunkel an. Wie als wäre ich zwischen den Dimensionen gefangen. Bin mir nicht sicher, ob ich mich freuen sollte oder Angst haben sollte. Aber irgendwie bin ich auch beides. Wenn es dir nichts ausmacht, dann würde es mich riesig freuen, wenn du mir hier raushelfen würdest. Gibt es irgendeinen Weg, mit dem du mir helfen könntest?
Ja, tatsächlich, ich könnte diesen wunderbar lecker schmeckotastischen Hammer aufheben. Ganz genau. Oh, jetzt sitze ich vor der Schrift. Es tut mir natürlich leid. Guys, es wird so hype. Paper Mario The Origami King mit krassen Mods und in 4K 60 FPS. Das gibt's nur hier, Leute. Da würde ich mich mega freuen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, den Kanal zu abonnieren. Wenn euch die Folge bisher schon gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ihr wisst Bescheid. So. Was ist das? Hast du irgendwas gemacht? Ist da ein magischer Kreis? Das ist gut. Das ist sehr gut, glaube ich. Ich denke, also ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht, also es könnte sein, maybe, mayhaps, könnte es sein, dass es etwas mit den, kannst du mal probieren, es zu benutzen irgendwie? Ja, ich kann X drücken. Und das sind sie, die wunderbaren Faltarme. Das klingt sich gut an. Sind deine Arme jetzt riesengroß und gefalten irgendwie? Ja, ganz genau das. Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe davon gehört. Ich denke, sie werden Faltarme genannt. Versuch mal ein bisschen so damit rumzufühlen. Vielleicht kannst du mir hier escapen helfen, so ein bisschen. Es fühlt sich, wenn es sich anfühlt, dass deine Arme ein bisschen off sind, drücke einfach R, um sie in die Mitte des Bildschirms zu resetten. Ja, das ist doch eine gute Idee. Da kann ich was grabben. By the way, das Ganze läuft natürlich über die wunderbare Bewegungssteuerung. Aber nun gut. Wow, ich bin frei. Das war ein bisschen weird zwischen den Dimensionen. Oh, es war nur eine Wand? Egal. Du musst Mario sein. Mein Name ist Olivia. Du weißt sicher viel mehr, warum wir hier gefangen sind und so, was? Eigentlich habe ich keine Ahnung. Aber ich denke nicht, dass wir Zeit dafür haben. Wir sollten vielleicht erstmal versuchen, hier rauszukommen. Oh ja, eine Sache noch. Was? Ich bin nicht sehr gut zu Fuß. Wäre es gut, wenn ich einfach ein bisschen in deine Tasche gehe oder so? Ja, ist gar kein Problem. So, kann ich jetzt hier zurückkommen. Dankeschön. Wir haben den ganz normalen Standard Paper Mario Hammer natürlich und die klassische Paper Mario Lore. Nur richtig krass und gut. Du weißt schon, was? Ich hab eine richtig gute Idee. Ich weiß nicht, aber alle Ideen sind irgendwie immer gut. Aber ich bin immer zufrieden damit, sie zu teilen. Wenn du X drückst, dann kann ich dir ein bisschen helfen, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wer weiß, vielleicht kann ich dir das ein oder andere Mal wirklich gut helfen. Wir werden ein großartiges Team. Das sehe ich nicht so, denn, liebe Olivia, das ist mein offener Brief an dich. Das ist das nervigste Wesen im gesamten Spiel. Ich hasse sie abgrundtief. Reden wir nicht drüber. Und dann nimmt sie mir auch schon wieder das Wort weg. Natürlich. Okay. Ich höre nichts. Es sieht so aus, als wären wir in einem Dungeon gefangen. In einem Kerker. Also es riecht wie ein Kerker. Ich glaube, alle Kerker riechen gleich. Ja, keine Ahnung. So, wo geht's hier nach links? Wahrscheinlich zu der Tür, wo wir eigentlich hätten rauskommen sollen. Ganz genau. Paper Mario, der Origami-König. Ich bin so gehypt, wirklich. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber... Hey, knock it off! Hör auf damit, mach das weg! Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich bin wirklich massivst gehypt auf dieses doch so fantastische Spiel. So. Gibt's hier noch was? Nein. Checken wir doch mal hier rein, was hier passiert. Ich kann genau sehen, was du mit meinen Minions machst. Hör auf! Lass es! Boah, das klingt schmerzhaft. Das ist auch ein bisschen creepy. Was hast du gesehen? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Das war dir letzt. Fehlt nur noch der mit dem Bart. Ich schätze mal, dass ich damit gemeint bin. Okay,
Vielleicht sollten wir... Vielleicht haben wir die Zeit, Dinge zu erklären. Diese Dinger, die so komisch aussehen, das sind Fallschergen. Vielleicht sollte ich dich davor alarmieren, aber die sind richtig gefährlich. Solltest du auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Ja, komm, können wir jetzt weiter, bitte? Ich möchte das Spiel erkunden. Ich habe so Bock, neue NPCs, neue Charaktere kennenzulernen und das, die neuen Items im Kampfsystem zu sehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, die Schatten, schau ich die Schatten an. Richtig dynamisch sich anpassen. Ah, oh, let's go. Mario, du bist auch hier? Wartest du auch für irgendwas? Worauf wartest du? Hol mich hier runter. So behandelt man doch nicht seine Majestät, König der Koopas, Bowser. Majestät? Oh, nice. Majestät? Oh, nice to meet you. Schön dich kennenzulernen. Ist jeder in diesem Schloss einfach nur ein Gesicht? In deinem Königreich? Ich hab auch einen Körper, du Idiot. Ich bin der größte König Bowser. Diese gefalteten Deppen haben mich ein bisschen kaputt gemacht. Und jetzt hol mich hier runter. Mario, hör auf dieses komische, blöde Ding zu hören, was da um dich herumfliegt. Hilf mir jetzt. Bowser befiehlt es dir. Ich würde doch dasselbe für dich tun. Und ich kann dir ein Secret erzählen, nachdem du mich hier runtergeholt hast. Ja, ist ja gar kein Problem. Hui! Da fliegt er. Oh, Leute, ich bin noch nicht umgefallen. Es ist ja auch egal. Nun, das Secret, da ist ein versteckter Exit in dem Raum. Ich habe gehört, wie die davon geredet haben. Und jetzt los, schnell, heute noch. Wir müssen escapen. Ja. I see where this is going. Okay. Und? Die Faltarme. Setzen mal das hier und dann... Ja. Let's go. Siehst du? Hier können wir durch. Du bist schon richtig gut mit den Faltarmen, Mario. Und die Stimmen alle nachzumachen, werde ich nicht schaffen. Geist, es tut mir schon leid. So, und hier ist erstmal Digga-Feder Speicherblock im Frühstück. Ganz genau. Speichern completen? Klingt, als hätten wir gerade gespeichert. Cool, ich muss dir das aber noch mal erklären, weil ich denke, du bist ziemlich dumm. Olivia, wie gesagt, einer der nervigsten Charaktere im Spiel. Aber, ja. Wissen wir wohl, dass der Ebel über uns ergehen lassen. So, steppen wir mal nach hier oben. Mann, mach doch ein bisschen langsamer, Mario. Ich laufe mit meinem Gesicht, Kollege. Ah. Unfassbar schon wieder hier. Dann steppen wir doch mal hier durch. Öffnen die... Ja. Was beißt du? Oh, da passiert was. Ich hoffe, sie sieht mich nicht so. Warum bist du immer noch so? Lach! Warum bist du jetzt noch uns noch nicht beigetreten? Dem gefalteten Reichtum. Können wir kurz appreciaten, dass selbst Textbox am unteren Ende gefalten ist? Das ist voll cool. Komm schon, wir können dir helfen. Ganz ruhig, Prinzessin. Das wird schon kein Problem sein. Du bist also Mario, nicht Prinzessin Peachs Held. Du hast dich echt gut geschlagen. Ziemlich crispy. Helle Farben. Oh, ich kann es nun ganz genau sehen. Was sagst du? Du willst Freiwilliger für uns... Wie wäre es, wenn wir dich ein bisschen modellieren? Du joinst uns. Dave nicht, das haben wir gerade schon geklärt, sag mal, Kollege. Du musst hier aber auch schon zuhören. Ah, ich dachte, ich habe nicht weniger erwartet. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wünschte, es wäre auch nicht anders. Mach's hier gemütlich und... Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Du musst auch nicht antworten. Du wirst dich ganz anders und die Power des Origamis fühlen. Fallschergen an die Front!
Ich hab noch nie einen Fallschirken gesehen, der so aussieht, Mario. Ist das einer deiner Papierfreunde? Jetzt werde ich Luigi niemals sehen. Mach dich bereit, gefallen zu werden. Wave Battle. Einen wunderschönen guten Tag, da bin ich wieder, Geist. Oh nein, ich glaube, ich musste jetzt erstmal erklären, wie der Kampf funktioniert. Geist, weiß ganz schon, deswegen werde ich euch ganz einfach zusammengreifen. Wir haben zwei Angriffsmöglichkeiten. Einmal einen Hammer und einen Sprung. Der Sprung geht in Reihe und der Hammer macht 4 Blöcke vor euch. Und wir haben die jetzt verschoben. Und wir müssen die jetzt in eine Reihe schieben. Das heißt, wir drehen den zweiten Ring von außen. Zweimal oder dreimal nach links und dann sind die in Reihe. Und dadurch wird tatsächlich sogar unsere Angriffskraft gesteigert. Ich möchte das nur ganz kurz und knapp erklären. Wir haben auch, by the way, ein bestimmtes Zeitlimit. Das seht ihr da oben. Ganz entspannter Basis. Wir können, ja, wenn du jetzt mal fertig bist mit erklären, ich möchte das nicht, ich kenne das doch schon. Genau, wir wählen das aus. Hört doch auf zu reden. Und dann, falsche Richtung, aber okay. Wunderbar da reinschieben. Und unsere Angriffskraft ist um 1,5 gestiegen. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Aber das war's auch schon. Wir wählen jetzt unsere Attacke. Und natürlich wie auch in den anderen Paper Mario Games auf ganz entspannter Basis im richtigen Moment A drücken. Wir nehmen die Boots. Doch, haben wir tatsächlich keine neuen Items. Aber es wird richtig krass. Viermal excellent. Timing ist wichtig. Umso besser das Timing, umso mehr Damage machen wir. Das war super cool. Okay. Dann können wir weitermachen. Oh ja, stimmt, das ist ja ein Wave Battle. Mehr gefaltene Schergen? Bitte, ich will das nicht alles hören. Es ist wirklich langweilig, was hier gesagt wird. No front, aber es ist halt wirklich... Selbst als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich nach 2 Sekunden verstanden. Das wird ja halt so oft erklärt, das ist... So, gehen wir jetzt erstmal in diesen Viererblock. Da können wir dann mit dem Hammer drauf ballern. Das ist wichtig zu wissen. 1, 2, 3... 1,5-fache Angriffskraft in unsere Tasche rein da. So. Ja, ich würde gerne den Hammer nehmen. Ja. Nein, erst auswählen. So. Und dann Marios Turn und... Das war jetzt nur great, nicht perfect. Oder excellent. Aber war okay. Sind wir zufrieden. Hast du das gesehen? Boah, die sind einfach alle kaputt auf einmal. Wie cool ist das denn? Und da gibt es natürlich auch den Battle-Bonus. So. Du hast es also geschafft, die erste Welle von Goombas zu besiegen. Bravo. Aber ich denke nicht, dass das die tödlichsten Kreaturen hier sind. Keine Ahnung. Bruder? Nein, das kann nicht sein. Ich wollte es nicht glauben. Wie konntest du nur? Wie oft habe ich dir gesagt, dass du aufhören sollst? Bitte, hör auf, jetzt. Warum? Warum konnte Mario nicht einfach beitreten? Das hätte alles so viel einfacher gemacht, Schwester. Standest mir immer nur im Weg. Es tut mir leid, dass ich meinen glamourösen Stuff nicht mitteilen konnte. Ach, und by the way, bin nicht mehr länger dein Bruder Olli. Ich bin König Olli. I don't like where this is going, man. Einst. Och, Mann, ja, irgendwie, ich bin der wahre König und so. Mit der Prinzessin an meiner Seite kann mich niemand mehr aufhalten. Ich sollte alles falten. Zu einem neuen Origami-Königreich. Ich werde dieses Castle direkt claimen. Das ist nun meins.
Ja, sieht nicht so gut aus, aber erstmal hier raus befreien. Ja. Here I go. Ich bin mega gehypt. Ich hab so Bock. Oh, hier kann ich wieder Faltarme machen. Brauchst du Olivia dafür? Was? Vorsichtig! Wenn du nicht schweben kannst wie ich, dann solltest du vorsichtig dort sein. Siehst du dieses riesengroße Loch im Boden? Irgendwie nicht. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es einen Weg, es zu reparieren. Oh ja, ich habe eine Idee. Fang das! Schnipselsack erhalten oder Schnipselbeutel. Siehst du diese Schnipsel, die du vom Baum gefallen sind? Das ist Konfetti. Und wenn du ganz viel davon einsammelst, dann kannst du damit kleine Löcher in der Welt reparieren. Ja, das ist halt kein kleines Loch, nicht? Egal. Ja, Baumeister K-Storm ist am Start, der macht es. Siehst du das Icon? Kannst du voll machen und dann kannst du damit Löcher stopfen. Ist auch super jetzt hier. Mach mal weiter. Genau. Mit ZR können wir das. Wir brauchen jetzt aber erstmal sehr, sehr, sehr viel Konfetti. Am besten, bis das grün ist und leuchtet. Dafür schlagen wir einfach mal die Bäume. Ey, das sieht in 4K so krass gut aus. Natürlich, manche Cutscenes und so sehen nicht so aus. Ich muss sowieso die Cutscene, die gerade kam, ersetzen. Die hat todesgelaggt einfach. Deswegen. Aber auf jeden Fall, es sieht trotzdem in manchen, also wirklich jetzt zum Beispiel, finde ich, sieht es richtig, richtig krass aus. Wir haben da nicht genug. Doch ist die Anzeige nicht voll, Kollege. Ich mag es nicht, dass diese kleinen Mini-Berge oder was auch immer das ist, so Augen haben. Das da. Was ist das? First. Jetzt voll? War noch nicht, oder? Nee. Mann, hier gibt's doch nicht so viel. Ja, komm, das wird schon reichen, oder? Jetzt ist voll. Genau, dann leuchtet der nämlich noch so grün zusätzlich. Wollen ihn direkt voll machen, weil obviously ist das hier nicht das einzige Loch. By the way, guys, für die, die sich fragen, wirst du alle Löcher machen? Nein. Wirst du alle Collectibles sammeln in diesem Spiel? Nein. Nein. So, und mit ZR können wir nun hier Schnipsel werfen, die das hier auf die schönste Art finden. Wir bekommen Coins dafür. Hat es funktioniert? Es hört sich an, als hätte es funktioniert. Ja, ich würde gerne die Coins noch mitnehmen. Und, oh, nicht gut aus. Ich hoffe, das ist nicht der Moment, an den du dich immer an mich erinnern wirst. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich bin ein bisschen stuck. Dafür bin ich doch gerne da. Aber vorher möchte ich noch vielleicht so ein, zwei Schnipsel einsammeln. Wunderbar. Yeah, wundervoll. Damit wäre Olivia wieder gerettet. Wow, danke. Jetzt geht's mir so viel besser. Okay, also wo sind wir? Hier ist niemand, den wir fragen sollten. Aber wir können ein bisschen die Gegend erkunden. Wie wär's damit? Wenn du mit mir reden möchtest, drück einfach X. Das ist doch eine ganz gute Idee. Oh. Ach ja, Guys. Werden mir nochmal die Faltarme erklärt. Ihr merkt schon, das Spiel ist eher für jüngere Leute ausgelegt. Merkt man direkt. Und bam. Und das wird schlimm wegen dem Kabel. Ich glaube, ich stelle das auf... nicht auf Bewegungssteuerung. Okay, Guys, wie es aber hier weitergeht, erfahren wir leider erst beim nächsten Mal. Guys, abonniert direkt in den Channel rein, damit ihr die nächste Folge von Paper Mario The Origami King Refolded nicht verpasst. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao, Leute.